Ecke. Hallo Na, Mario. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ja, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auch da, die Damen und Herren da an den Bildschirmen und zwar zur Weihnachtssendung. Ja, genau. Und wie immer sind wir natürlich zu unserer Weihnachtssendung nicht im Studio, sondern haben uns mal wieder ein schönes Plätzchen gesucht. Mhm. Und das ist dieses Mal hier in der Langen Straße in Grimma im Panevino. Und ich muss sagen, das erinnert mich noch ein kleines bisschen zurück an meinen Sommerurlaub. Da war es allerdings ein bisschen wärmer und ich habe mich in Italien wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Deswegen müssen wir das auch mal ein bisschen richtig stellen. In Italien ist das nicht einfach das Pane Vino, sondern da ist das Ristorante I Trattoria Pane e Vino Due. Gesundheit. Gesundheit. Das ist übrigens ein guter Stichpunkt. Ich gehe nämlich jetzt da gleich mal rein, weil da wird es mir mit Sicherheit richtig gut gefallen. Ich suchte mir schon mal ein schönes Plätzchen aus. Und du, liebe Elke, musst leider noch ein bisschen arbeiten. Du gehst in mein Studio für die Nachrichten, meine Damen und Herren. Bis gleich. Bis gleich. Zuschauer, damit kommen wir zu den aktuellen Meldungen und die bekommen Sie jetzt hier aus unserem Sendestudio. Neuer Kurs für pflegende Angehörige. Diesen startet die Diakonie Leipziger Land in Zusammenarbeit mit der AOK Plus am 7. Januar 2020. Bei dem Basispflegekurs geht es zum Beispiel um rechtliche Grundlagen, Informationen über Hilfsmittel und ganz praktische Tipps für den Alltag. Aber auch die Selbstfürsorge soll dabei nicht zu kurz kommen. Damit sollen die Menschen unterstützt werden, die oft rund um die Uhr im Einsatz sind und ihre Angehörigen zu Hause pflegen. Der Kurs umfasst 5 Einheiten und findet dienstags 17 Uhr im Kompetenzzentrum Pflege der Diakonie Leipziger Land in der Leipziger Straße 42 in Grimma statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Mitgliedschaft in der AOK Plus ist hierfür nicht erforderlich. Anmeldungen sind per E-Mail möglich unter kompetenzzentrum.pflege@diakonie-leipziger-land.de. Nachhaltige Arbeit der WEV im Landkreis. Die Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft präsentierte kürzlich ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht. Besonders betont Bürgermeister Heiko Rosenthal, dass auch die Zentraldeponie Gröbern im Sinne der UN-Definition einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leistet. Seit der Inbetriebnahme im Jahr 1995 wurden rund 13,6 Millionen Tonnen Abfälle abgelagert, seit 2005 aber nur noch Abfälle, die nicht verwertet werden können, weil sie zum Beispiel Schadstoffe enthalten. Diese sind in der Deponie sicher von der Umwelt ausgeschlossen.
Die geplante Bioabfallvergärungsanlage in Gröbern wird mit der hochwertigen Verwertung der Bioabfälle aus Stadt und Landkreis Leipzig zwei Kreisläufe schließen. Aus dem Bioabfall entsteht qualitätsgesicherter Kompost und mit der Vergärung wird regenerative Energie erzeugt. Landrat Henrik Reichen lobt das vielfältige Engagement der WEV. Besondere Bedeutung hat die finanzielle Absicherung für die Zeit nach der Deponieverfüllung. Hier werden bereits heute große Rückstellungen gebildet, sodass keine Altlasten für künftige Generationen entstehen. Am 20. Dezember, dem Tag des Regenwaldes, machte auch die Grimmer Ortsgruppe der Fridays for Future-Bewegung auf die anhaltenden Waldbrände in vielen Regionen der Welt aufmerksam. Unter dem Motto Advent, Advent, die Erde brennt, kamen ein paar Teilnehmer zusammen. Auf dem Weg zur Spitzenfabrik informierten sie über die anhaltenden Waldbrände in den Regenwäldern und auch über die angespannte Situation der heimischen Wälder. Das ändert sich 2020 für regionale Unternehmen. Das neue Jahr bringt wieder eine Reihe von Neuregelungen und Änderungen bei Gesetzen und Vorschriften, die Auswirkungen auf die Unternehmen in der Wirtschaftsregion Leipzig haben. Große Erwartungen hat die Wirtschaft unter anderem an das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das zum 1. März 2020 in Kraft tritt und die Einwanderung qualifizierter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Drittstaaten erleichtern soll. Das sogenannte Kassengesetz bringt neue Pflichten für alle Unternehmen, die elektronische Kassensysteme einsetzen. Photovoltaikanlagebetreiber mit Solaranlagen bis zu einer installierten Leistung von maximal 10 Kilowatt werden von der Gewerbesteuer befreit. Dadurch entfällt auch die IHK-Mitgliedschaft. Und in der beruflichen Bildung gilt zum 1. Januar eine Mindestausbildungsvergütung von 515 Euro im ersten Lehrjahr. Diese und weitere Änderungen und Neuregelungen in 2020 finden Sie im Überblick online unter leipzig.ihk.de/2020. Weihnachtspause im Kundenservice der Veolia. Und zwar vom 23. Dezember bis 2. Januar. Persönlich per E-Mail als auch telefonisch ist in dieser Zeit niemand erreichbar. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Geschäftsstelle des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain, der ebenso wie die Veolia in Grimma Süd sitzt. Unabhängig von den Geschäftszeiten ist es den Kunden allerdings möglich, auf der Veolia-Seite ihren Zählerstand zu übermitteln. Und bei Störungen der öffentlichen Trinkwasserversorgung oder Abwasserentsorgung ist der Veolia-Bereitschaftsdienst unter der kostenfreien Rufnummer 0800 6756 709 selbstverständlich auch an den Feiertagen und Wochenenden rund um die Uhr zu erreichen. Ja, liebe Zuschauer, bevor wir zur Auslosung kommen, jetzt erstmal noch das Wetter für die nächsten Tage. Ja, das mit der Weißen Weihnacht, das hat leider auch in diesem Jahr wieder nicht geklappt. Schauen wir trotzdem mal, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Allerdings kann ich eins schon mal vorwegnehmen. Der große Wintereinbruch, der ist nach wie vor nicht zu erwarten. Am ersten Weihnachtsfeiertag erwartet uns zunächst ein sehr wechselhafter Tag mit sonnigen, aber auch wolkigen Abschnitten. Es kann zudem immer mal einen Regenschauer geben und das alles bei Höchsttemperaturen um 6 Grad. In der Nacht sinkt das Quecksilber dann auf 3 Grad. Ja, und der zweite Weihnachtsfeiertag, der sieht dann schon etwas freundlicher aus. Es sind mehr Lücken in der Wolke zu finden, sodass die Sonne auch immer mal zu sehen sein wird. Und Niederschlag ist nach aktuellem Stand eher nicht zu erwarten. Also das perfekte Wetter für einen kleinen Spaziergang. Am Tag liegen die Temperaturen bei maximal 5 Grad und in der Nacht werden es wieder um die 3 Grad. Ja, der Freitag, der sieht dann leider nicht mehr ganz so gut aus. Den ganzen Tag ist immer wieder mit Regenschauern zu rechnen. Es wird also insgesamt eher ein sehr grauer Tag. Mit 7 Grad wird es minimal wärmer als die Tage zuvor. In der Nacht kann es allerdings wieder auf bis zu 3 Grad runtergehen.
Ja, und damit wagen wir einen Blick in Richtung kommendes Wochenende. Da sieht es im Moment so aus, dass viele Wolken über unserem Sendegebiet unterwegs sind. Nur selten zeigt sich dazwischen die Sonne, aber immerhin soll es weitestgehend trocken bleiben. Die Tageshöchstwerte liegen bei etwa 5 Grad. In der Nacht können die Werte bis auf den Gefrierpunkt sinken. Ja, auf den ersten Schnee müssen wir also dann doch noch etwas warten. Genießen Sie trotzdem die Feiertage und lassen Sie sich vom Wetter nicht die Freude verderben. Ja, und jetzt freue ich mich, dass ich mal wieder Glücksfee spielen darf, denn unser Lebkuchenmann, der war auch in dieser Woche wieder unterwegs und zwar in 2 Geschäften und Sie hatten die Aufgabe herauszufinden, welche Geschäfte das sind. Ja, und alle die, die jetzt richtig geraten haben, die sind hier drin in unserer Losbox. Ja, und bevor ich jetzt die Gewinner ziehe, gehen wir noch mal schnell in die Geschäfte, in denen wir waren. Und zwar war unser Lebkuchenmann einmal im Go-In in der Langen Straße unterwegs und dann ist er noch im Kreativhaus Ziegler gewesen. So, und jetzt ziehe ich mal den ersten Gewinner. Und da sage ich herzlichen Glückwunsch für einen 20-Euro-Gutschein aus dem Go-In an Angie oder Angie. Die meisten haben oft über Facebook teilgenommen, da sind das nicht immer unbedingt Namen, die man gut aussprechen kann, aber wir werden trotzdem natürlich alle informieren. Ja, und der zweite Gutschein, nämlich für das Kreativhaus Ziegler, der geht an Mario Weichhold. Ich sage ganz herzlichen Glückwunsch, viel Spaß beim Shoppen. Ja, und auch diese Woche ist unser Lebkuchenmann nochmal unterwegs. Ja, und Sie können jetzt nochmal mitmachen bei unserem letzten, nämlich 4. Teil des Gewinnspiels und können gleich in unserer Sendung noch erraten, wo er denn diesmal unterwegs war. Ich drücke ganz fest die Daumen, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal, wenn Sie heute nicht gewonnen haben. Ja, und bis dahin machen Sie es gut. Weihnachten steht vor der Tür. Die Stadtwerke Grimma wünschen Ihnen entspannte Tage und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Den Start in das kommende Jahr möchten wir Ihnen natürlich und gut versüßen mit verschiedenen Weihnachtsleckereien, Tees und Glühwein von Naturkost Kaufmann. Nutzen Sie unsere Angebote und profitieren Sie von unserer Energie für Grimma. Frohe Weihnachten und erholsame Feiertage wünscht der Reiseclub Ludwig aus Bad Lausick. Wir freuen uns auch im nächsten Jahr auf eine neue Reisesaison, in der wir Ihnen schöne und erlebnisreiche Urlaubstage bescheren können. Das Team vom VW und Audi Autohaus Muldental wünscht Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr. Nutzen Sie bis dahin noch unseren Big Deal mit Sonderfinanzierung, kostenfreien Winterrädern und einem extra 1.500-Euro-Gutschein für Sie als Geschenk zu Weihnachten. Lassen Sie sich beschenken und besuchen Sie uns. Die Harry Lehne Speditions- und Handels GmbH und Co. KG wünscht Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Rutschen Sie gut in das neue Jahr, am besten gleich zu uns auf den Fahrersitz. Wir haben Stellen frei. Zum Jahreswechsel wünschen wir Ihnen die Stille für den Blick nach innen und vorne, um mit neuen Kräften den Mut für die richtigen Entscheidungen im neuen Jahr treffen zu können. Von Mensch zu Mensch stehen wir Ihnen auch im kommenden Jahr wieder als verlässlicher Partner zur Seite. Das Team der Ergotherapie Josef wünscht Ihnen und Ihrer Familie fröhliche und besinnliche Weihnachtsfeiertage. Wir freuen uns, uns auch im kommenden Jahr in unseren Praxen in Grimma, Naunhof und Kolditz um Ihr Wohl kümmern zu können. Gerne auch für die gesamte Familie. Gemeinsam, Hand in Hand. Ende gut, alles gut. Das Team von Sieber Abfluss und Rohrreinigung wünscht Ihnen zum Abschluss des Jahres ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr. Auch da stehen wir Ihnen verlässlich zur Seite. Sieber Rohrreinigung. Kompetent vor Ort. Weihnachten steht vor der Tür. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein paar besinnliche und ruhige Tage. Wir hoffen, dass wir mit unserer Weihnachtssendung ein wenig dazu beitragen können. Die freie Zeit wird auch meist für einen Rückblick genutzt. Schalten Sie doch dazu ab 31. Dezember unseren Jahresrückblick ein. Ja,
Ja, liebe Zuschauer, während Elke den Weg vom Nachrichtenstudio zurück hier ins Pane I Vino findet, habe ich mir schon mal eine gemütliche Ecke direkt am Weinregal gesucht und auf einem der 60 Plätze Platz genommen, die dieses Restaurant bietet. Und man kann hier nicht nur ganz gemütlich im Restaurant schlemmen. Nein, das Restaurant kann auch genutzt werden für Ihre Familienfeiern, Geburtstage, Jugendweinen, Hochzeiten oder auch mal für die besondere Firmenfeier. Denn dann heißt es, auch bei der Firmenfeier die traditionelle italienische Küche genießen. Und mit Traditionen geht es jetzt tatsächlich weiter, unter anderem mit einem sehr alten. Auch in diesem Jahr wurde die osterländische Weihnachtskugel im Stadtgut Grimma gebastelt. Und dabei erfuhr man einiges über die Geschichte dieser alten Weihnachtsdekoration. Und dafür ist einer unserer Kollegen zuständig für die Geschichte. Er ist auch schon ein bisschen älter. Rudolf Brendel war dabei. Sage und schreibe, zum 14. Mal lud der Geschichts- und Altertumsverein Grimma zum Basteln der Weihnachtskugel ins Stadtgut nach Grimma ein. Beginnen sollte es um 14 Uhr, aber so genau nahm das keiner. Und da die Veranstaltung ausschließlich von Ehrenamtlichen am Leben erhalten wird, waren von diesen schon viele viel früher an Ort und Stelle, um alles vorzubereiten. Nach und nach füllte sich der Raum, der von Glühlampen, einem Herrenhuter Stern und der Glut des Ofens erleuchtet wurde. Um die Weihnachtskugel zu gestalten, bedarf es eines Rohlings. Dieser wird aus Weidenzweigen geflochten. Als Hilfsmittel dient ein altes Transmissionsrad aus Holz, um das die Weidenzweige, nachdem man sie etwas gefügig gemacht hat, gewickelt werden. Diese Ringe werden dann um 90 Grad versetzt zu einer mehr oder weniger runden Kugelform mit Draht zusammengebunden. Auf dem Aufsteller vor dem Stadtgut wurde von der Grimmaer Weihnachtskugel gesprochen. Einige der neuen Bastelfreundinnen wollten das aber etwas genauer wissen. Woher kommt der Begriff Weihnachtskugel und wie lange reicht die Tradition zurück? Da war der Primus des Geschichts- und Altertumsvereins Rudolf Primer in seinem Element. Hören wir einfach zu, wie er den Aufstieg des Weihnachtsbaumes und das langsame Vergessen der Weihnachtskugel erklärt. Das ganze Ding heißt Osterländische Weihnachtskugel. Das hängt damit zusammen, dass das noch nicht deutsch eroberte Gebiet zwischen Saale und Elbe, das war im Osten. Das Reich kam vom Westen und dadurch ist das Ostland Osterland geworden. Nun wissen wir also, dass die Weihnachtskugel ein Brauchtum der Menschen aus dem frühen Mittelalter zwischen Saale und Elbe ist und dass sie erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts durch den Weihnachtsbaum abgelöst wurde. Die Bastelarbeiten schritten immer weiter fort und die ersten Kugelgestalten waren bereits klar erkennbar. Die wohlige Wärme des Kachelofens mischte sich mit dem Duft von Glühwein. Alt und Jung waren konzentriert bei der Sache. Nach über einer Stunde war die erste Weihnachtskugel fertig und wurde von Manfred Pippig zum Fotoshooting gebeten. Die nächste Weihnachtskugel soll den Raum im Stadtgut schmücken. Das Anbringen war etwas mühselig, aber mit der Zeit und zunehmendem Bänder- und Figurenschmuck nahm die Weihnachtskugel ein immer schöneres Ansehen an. Freuen wir uns darauf, dass in diesem Jahr viele Weihnachtskugeln bei Familien in Grimma und darüber hinaus in den Stuben hängen. Ja, liebe Zuschauer, der ein oder andere wird vielleicht schon gespannt darauf warten, auf unser Weihnachtsgewinnspiel. Und davon gibt es heute die vierte und letzte Auflage für dieses Jahr. Und auch dieses Mal möchten wir von Ihnen wissen, wo unser Lebkuchenmann denn unterwegs war. Er war in zwei Geschäften hier in Grimma. Und wenn Sie diese beiden erraten, dann können Sie auch von den Geschäften ein paar Gutscheine gewinnen. Ich drücke an der Stelle auf jeden Fall schon mal die Daumen.
Das Tierheim in Schkortitz wird uns im nächsten Beitrag beschäftigen. Und da gibt es aktuell eine schlechte Nachricht nach der anderen. Denn neben dem Einbruch, bei dem nicht nur Spendengelder gestohlen wurden, sondern auch viel Schaden angerichtet wurde, beschäftigt die Mitarbeiter seit einigen Wochen eine Thematik, die das Tierheim vor große Herausforderungen stellen wird. Denn es gibt erhebliche Probleme mit der Bausubstanz. Nils Geldner hat mal nachgefragt, wie der aktuelle Stand dazu ist. Groß ist das Engagement des Tierschutzvereins Muldental um Ricarda Höfer in Schkortitz. Die Vermittlungszahlen sind gut und das Team kümmert sich umfassend um ihre Schützlinge. Trotzdem sind die Sorgenfalten hier groß. Schimmel fast überall im Gebäude und feuchte Wände seit rund 10 Jahren. Allein diese Wand ist das Ergebnis von 1,5 Monaten. Dazu kommt jetzt auch noch eine Rissbildung im Gebäude. Trotz aller Maßnahmen, wie zum Beispiel die Sanierung der Quarantänestation, Dachdämmung sowie ein neues Katzenvermittlungszimmer und Küche. Also neben der Feuchtigkeit und dem Schimmel sind in unseren Wänden schon immer so kleinere Haarrisse, teilweise auch sehr gerade. Also man könnte fast denken, dass das wirklich mit dem Lineal gezogen ist. Diese Risse sind auch schon. Also ich kann mich gar nicht mehr an einen genauen Zeitpunkt erinnern, wann der erste aufgetreten ist. Aber im letzten Jahr ist eben der große Riss im Hundegang derart gewachsen oder hat zugenommen, dass wir eben jetzt uns gezwungen gesehen haben, Alarm zu schlagen. Mit einem offenen Brief richtete sich der Verein an seine Mitglieder und die Öffentlichkeit. Die Überschrift »Sein oder nicht sein« ist keine Übertreibung. Für die Stadt ist ein Tierheim kommunale Pflichtaufgabe, die der Verein wahrnimmt. Das Gebäude, ehemaliger Kindergarten, diente auch als Raum für die Bergbauarbeiter. Der Tümlitzwald bis nach Schkortitz war früher ein Untertage-Braunkohleabbaugebiet. Schuld für die Absenkung, so vermutet man, könnte ein Flöz aus Kohle und Lehm im Untergrund sein, das sich senkt. Erste Maßnahmen sollen nun anlaufen. Wir haben jetzt Folgendes in Abstimmung mit dem Verein beauftragt, und zwar werden jetzt Bodenerkundungen gemacht, also es wird im Prinzip an definierten Stellen wird versucht, mal jetzt die aktuelle Bodenbeschaffenheit, die Belastbarkeit zu eruieren, und zeitgleich lassen wir jetzt eine Befahrung machen von diesen Hauptkanälen, weil die Angst besteht bei uns, dass durch die Absenkung die Kanäle, die Kanalabbindung abgerissen sind und das sämtliches Wasser, was die natürlich ständig brauchen zur Reinigung der Zwingeranlagen, dann in das Fundament des Hauses läuft und dort Nässeschäden verursacht. Das wird geprüft. Wir hoffen, dass im Januar die Ergebnisse vorliegen und dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Vor Weihnachten passierte jedoch noch nichts. Er möchte dem Tierheim zudem eine schnelle und zumindest kleine Perspektive vermitteln. Sprich, aus freien Mitteln sollen 35.000 Euro dem Tierheim zugutekommen. Hinzu kommt noch, dass wenn wir als Kommune dort ein Projekt draus machen, wir wieder 1.000 Leute fragen müssen mit Gutachten und Genehmigungen und was da alles gibt. So ein kleiner Verein, wenn der ein paar pfiffige Handwerker hat, der ist schneller, als wir es als Kommune je sein könnten, weil wir von allen Seiten hier nur noch geknebelt werden. Und das war eigentlich der Ansatz. Wenn sich aber herausstellen sollte, dass mit den 35.000 Euro das nicht machbar ist, dann müssen wir eben ein richtiges Projekt draus machen. Aber das kann dann eben bedingt durch diese 1.000 Leute, die an reinreden, länger dauern und viel mehr Geld kosten. Das ist der ganze Ansatz. Also auf jeden Fall ist das eine Sache, die wir alleine dieses Mal nicht stemmen können. Das funktioniert einfach nicht. Müssen da wirklich auch Fachleute mitwirken. Und wir haben, es ist ja auch so, dass das Gebäude gehört ja auch der Stadt. Also ich denke auch, dort muss einfach von der Seite was passieren. Die Frage ist natürlich, was macht mehr Sinn? Eine Sanierung oder ein Neubau? Und die muss beantwortet werden und möglichst schnell. Beide Seiten verständlich. So oder so muss sich am Gebäude schnell etwas tun, denn eine Alternative haben die Vierbeiner und der Verein nicht. Wenn das Haus als einsturzgefährdet eingestuft wird, stehen sie vor dem Aus. Zu allem Übel brachen auch Diebe am 13. Dezember ein, stahlen die dringend benötigten Spendengelder. Eine Katastrophe in der Vorweihnachtszeit und die Sorgen werden damit noch größer.
Ja, Elke und ich haben uns schon mal die Speisekarte zu Gemüte geführt und wir haben, da wir ja öfter schon mal hier waren, ne Elke, haben wir also direkt gemerkt, dass da einiges Neues. Erstens mal ist die Speisekarte richtig edel aufgemacht und es sind einiges an neuen Gerichten dabei. Ob das jetzt Antipasti ist, die Fisch- und Fleischgerichte oder super tolle Pasta-Variationen, Pizza frisch aus dem Steinofen, das gibt's hier in Grimma nur hier und vor allen Dingen das Leckere, es lohnt sich tatsächlich hier aufgrund schon der neuen Karte mal wieder herzugehen. Im Übrigen, viele der Kunden haben nach richtig guten italienischen Bruschetta gefragt und das wurde jetzt auch neu auf die Karte aufgenommen. Ja, und es lohnt sich natürlich immer hierher zu kommen, denn man wird sehr, sehr herzlich empfangen. Das haben wir heute erst wieder live hier erleben können, denn das Familienunternehmen legt ganz viel Wert auf La Dolce Vita, wie die Italiener so schön sagen. Ja, und während wir hier die Gastfreundschaft noch etwas genießen und uns das super leckere Essen schmecken lassen, ich freue mich jetzt echt schon drauf, dürfen Sie jetzt noch etwas Musik genießen, nämlich Weihnachtsmusik mit dem Jugendblasorchester und zwar vom Kinderkonzert. Bereits am 2. Dezember gab es für Grimmas Grundschul- und Kita-Kinder vom Jugendblasorchester ein eigenes Weihnachtskonzert. Zum dritten Mal spielten die Musiker dafür in der Muldentalhalle auf. Der Beginn einer kleinen Tradition. Damit das Konzert aber auch zu etwas Besonderem wurde, gab es auch die passende Moderation von Schneefrau Claudia, die mit den Kindern in Interaktion trat. Hallo Kinder! Oh, ich bin jetzt so schnell gerannt, es ist ja warm draußen. Guck mal, mir hat es die dritte Kugel. Ich bin ganz so schmolzen. Die Möhre habe ich mir jetzt umgehangen, die ist mir auch aus dem Gesicht geschmolzen. Geht so, oder kann man noch erkennen, was ich jetzt bin? Ja, was bin ich denn? Ein Schneemann. Oh Gott, mir ist so warm. Ich bin hier, ich suche ein Konzert. Ich bin ja auf der Suche nach einem Weihnachtskonzert. Hier soll irgendwo eins sein. Ich bin doch in der Muldentalhalle, oder? Ja, weißt du, wo das Konzert hier ist? Hier. Oh, ja, da bin ich richtig. Das ist ja ein richtiges Orchester. Ist es schon zu Ende? Nein, hat gerade erst angefangen? Ach, Gott sei Dank, bin ich doch nicht so spät. Gut eine Stunde dauerten die zwei Konzerte jeweils an. Dabei erklangen nicht nur Lieder wie »O du Fröhliche« oder »O Tannenbaum«. Natürlich durfte auch die Titelmusik von »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« nicht fehlen. Die Kinder durften auch Lieder erraten und selbst im Orchester mitspielen. Aber was wäre ein Weihnachtskonzert mit Schneefrau ohne Weihnachtsmann? Als dann gleich zwei eintrafen, schauten die Kids nicht schlecht. Das musste erst mal geprüft werden. Jetzt haben wir gleich zwei Weihnachtsmänner. Aber ich habe gerade schon den Weihnachtsmann-Check gemacht. Die Bärte sind echt. Die haben gebrüllt, als ich gezogen habe. Und die Säcke sind auch voll. Wollen wir sie da beide hier lassen? Ja, ne? Das ist ja klar. Ist ja sogar noch besser, wenn wir zwei hier haben, ne? Aber für die Süßigkeiten wollten die zwei auch ein oder zwei Ständchen hören. Nichts leichter als das. Gut zu tun hatten dann beide Weihnachtsmänner, ihre Überraschungen zu verteilen, die natürlich alle wurden. Bei den Kids schien das Konzert anzukommen. Dafür nehmen sich die Musiker extra Urlaub oder lassen sich freistellen.
Die Kinder wollten auch gleich noch eine Zugabe. Ja, mit dem Kinderkonzert vom Jugendblasorchester sind wir quasi schon beim richtigen Thema, nämlich bei den Veranstaltungen. Und da haben wir natürlich an der Stelle wieder ein paar Veranstaltungstipps für Sie zusammengesucht. Den Beginn machen wir mit einer inzwischen schon traditionell gewordenen Veranstaltung, denn Gästeführer Bernd Vogtländer führt am zweiten Weihnachtsfeiertag durch das historische Grimmer Rathaus. Dabei erzählt er Spannendes und verrät sogar so manches Geheimnis. Das Wahrzeichen der Stadt ist auf 6 Etagen begehbar. Beeindruckend ist auch der gewaltige Dachstuhl sowie die ehemalige Bürgermeisterstube. Start ist um 10 Uhr. Und wer es bis nach oben schafft, auf den wartet auch ein gutes Tröpfchen. Es lohnt sich also. Tickets sind vorab in der Touristinformation Grimma erhältlich und können auch noch vor Ort erworben werden. Genau, und mit mir geht's jetzt nach Beiersdorf, und zwar in die Kirche in Beiersdorf. Dort werden am Sonntag, dem 29. Dezember, gemeinsam mit Pfarrer Markus Wendland Weihnachtslieder gesungen. Aber nicht irgendwelche, sondern die, die sie sich wünschen. Das Ganze nennt sich dann Weihnachtswunschlieder singen, und Sie sind herzlich dazu eingeladen. Am 29. Dezember, Beginn ist 10.15 Uhr. Ja, und wer hingegen mal in die Historie eines Schlosses eintauchen möchte, der ist ebenfalls am 29. Dezember in Wurzen an der richtigen Stelle, denn dort gibt es im Bischofsschloss eine öffentliche Führung mit dem Herold. Ja, und was der wohl zu berichten hat, finden Sie es heraus. 11 Uhr geht es los. Infos und Anmeldung unter schloss-wurzen.de. Und bei mir geht es nochmal musikalisch weiter, denn wer sich dann am Sonntagabend noch etwas entspannen und guter Musik lauschen will, dem können wir das Konzert des Leipziger Damen-Salonorchesters wärmstens ans Herz legen. Das Konzert zum Jahresausklang beginnt 17 Uhr im wunderschönen Barocksaal des Jagdhauses in Kössern. Ja, und damit kommen wir jetzt wieder zu ein paar Hinweisen aus unserem Event-Team Ticketservice. Und da möchten wir Ihnen heute beispielsweise ein Konzert anlässlich Beethovens 250. Geburtstags empfehlen. Beim Neujahrskonzert in der Denkmalschmiede Hüften wird Peter Rösel am Klavier mit verschiedenen Stücken von Beethoven zu erleben sein. Beginn ist am 5. Januar um 17 Uhr. Ja, und wer nicht so auf Klassik steht, für den hätten wir alternativ noch Chris Norman und Band im Angebot. Er reist mit seiner Forever-Tour durch ganz Deutschland und feiert damit auch gleich seinen 70. Geburtstag. Natürlich macht er auch in Leipzig halt, das Ganze am 3. November 2020. Im Haus Auensee ist er live zu erleben. Und das ist gleich das Stichwort. Sichern Sie sich Tickets für alle möglichen Veranstaltungen und Konzerte bei unserem Ticketservice bei Muldenthal TV in der Langenstraße 3 in Grimma. Das Ganze geht natürlich auch als Geschenk. Ja, Sie wissen, Weihnachten, Last-Minute-Geschenke gehen immer. Gutscheine für Tickets gibt es natürlich auch bei uns. Ja, ganz genau. Und Sie schicken mir jetzt in die Werbepause, und während Sie sich jetzt gemütlich machen können, würde ich sagen, stoßen wir an, aber das machen wir nicht alleine. Auf keinen Fall. Wir laden noch die Somea mit in unsere Runde ein. Sie ist die Tochter vom Chef, hallo. Hallo Somea, schön, dass wir bei euch sind. Wir stoßen jetzt gemeinsam an. Wir drehen uns einmal alle gemeinsam um. Vielen Dank, das sieht schon mal gut aus. Dankeschön. Salute, die Dame. Salute. Salute. Salute à la Familia. Salute à la Familia. Zum Wohl. Wir müssen auch noch. Genau, nochmal. Ja, für die Leute. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.
Wir, das Team von Antares, wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest und für 2020 Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg. Starten Sie gut in das neue Jahr. Der neue Stadtbus kommt, hält und fährt, auch über die Weihnachtszeit hinweg. Senioren steht das passende Abo aktiv zur Verfügung, das ebenso verschenkt werden kann. Erhältlich bei Ihrer Regionalbus Leipzig GmbH, die Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr wünscht. Im Jahresausklang wünschen wir all unseren Kunden und Geschäftsfreunden besinnliche Weihnachtstage sowie Gesundheit, Glück und Erfolg im neuen Jahr. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Gern sorgen wir auch künftig dafür, dass Sie sicher mit Ihrem Auto unterwegs sind. Ihr Bosch Service Finkers. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Für euer Leben, das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Flexibilität. Eure Verbindung ist Pure. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Wir trinken es jeden Abend, weil es wirklich hilft. Knobi Vital erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Und jetzt auch in Ihrem DM. Die Sendung Wir in Sachsen, eine Gemeinschaftssendung der sächsischen regionalen Fernsehsender, können Sie im Kabel täglich 8, 11, 14, 17 und 22 Uhr bei Muldental TV sehen oder jederzeit über Satellit oder auf unserer Website muldentaltv.de. Als bekannt wurde, dass das Café Raffinesse hier in Grimma schließen wird, da waren viele ganz schön traurig, denn allein die Aussicht von der Terrasse auf die Hängebrücke, die ist natürlich hier in Grimma einmalig. Und umso größer ist natürlich jetzt die Freude, dass es einen neuen Betreiber gibt und mit Matthias Weber zieht gehobene Küche für Gourmet-Fans in Grimma ein. Und so wird jetzt aus dem Café Raffinesse das Restaurant Raffinesse. Ja, und da haben wir natürlich mal nachgefragt, wer der Neue ist. Und eines kann ich schon mal verraten, dafür, dass er noch gar nicht so alt ist, hat er doch schon eine sehr beeindruckende Vita. Ja, und Astrid Sonntag, die hat sich schon mal mit ihm unterhalten. Im weihnachtlichen Ambiente begrüßt sie nach nur 2-monatiger Schließzeit das neue Team um Tobias Weber und Janine Struck im Restaurant Raffinesse. Aus dem bisherigen Café wird nun ein Restaurant. Die Küche geht dabei weit über das reine Kaffeeangebot hinaus, hin zu hausgemachten Kuchen und vielfältigen Speisen. Oberster Grundsatz: Qualität. Die neuen Inhaber arbeiten schon länger in der Gastronomie. Tobias Weber aus Baren, der sogar schon für den Deutschen Bundestag kochte, war zuvor als Küchenchef in Leipzig tätig. Janine Struck arbeitet mit Leidenschaft im Gastronomiebereich, fungierte als Restaurantleiterin bis hin zur Leiterin diverser Filialen. Die beiden lernten sich im Café kennen und lieben. Beim gemeinsamen Arbeiten entstand der Traum, ein eigenes Restaurant zu führen und sich damit zu verwirklichen. Gesagt, getan. Wir wollen auf jeden Fall Grimma, denke ich mal, was Neues, Gastronomisches auch zeigen. Also einen neuen Pep reinbringen, was Junges, was Neues, was Innovatives auch. Trotzdem klassisch gehalten das Ganze. Und ich denke, das ist unsere persönliche Note, dass wir
einfach neuen Flair hier nach Grimma bringen können. Seit 6. Dezember ist das Restaurant nun wieder geöffnet. Das beliebte Ausflugslokal hat die beiden sofort überzeugt. Die Lage natürlich einmal des Objektes, dass wir in Grimma an der Hängebrücke sind, wo wir wirklich nah des Wassers sind. Wir können von der Terrasse aufs Wasser schauen. Diesen Blick hat in Grimma, glaube ich, fast gar kein Restaurant. Und wir sind natürlich auch, das Haus an sich ist ein schönes Objekt. Es ist modern, es ist frisch, so wie wir auch. Und wir denken, dass es ein bisschen sich integrieren könnte in Grimma, dass es ein Ziel wird für Grimma, nach Grimma zu kommen, um hier die Aussicht zu genießen, die Hängebrücke zu sehen. Die Muldenschifffahrt ist in der Nähe. Wir haben eigentlich von der Lage her alles nah beieinander und wir denken, das passt. Die Räumlichkeiten geben auch für Veranstaltungen viel her. Im Innenbereich herrscht Platz für 60 Personen, im Außenbereich noch einmal für 40. Ob Familienfeiern oder Firmenfeiern, wir haben ganz viele Möglichkeiten mit dem Außenbereich, der dazugehört, und das überzeugt einfach. Es ist nicht einfach nur ein Restaurant, es hat einfach Charme, es hat einfach Leben und das passt zu uns. Der gemeinsame Traum wird hier nun verwirklicht. Der Ehrgeiz und die Liebe zum Detail sprechen für sich. Das gut aufgestellte Team wird dem Restaurant Raffinesse ab sofort neuen Charme verleihen und Grimma somit ein weiteres Highlight bieten. Egal ob Geburtstag, Jugendweihe oder eben jetzt auch Weihnachten, man sucht das ganze Jahr über nach Geschenken. Deswegen einen kleinen Tipp hier aus dem Pane e Vino, denn hier können Sie auch Gutscheine für ein wunderbares Essen erwerben und selbstverständlich verschenken. Und dann können Sie Ihre Lieben quasi mal zu einem leckeren Genießeressen einladen. Vielleicht ist das ja beim nächsten Anlass tatsächlich mal eine Idee. Ja, und beim Thema Geschenke, da sind wir auch schon gleich beim richtigen Thema. Denn bei der aktuellen Weihnachtsausstellung im Kreismuseum Grimma, da geht es auch um Geschenke. Und die hat sogar einen ganz regionalen Bezug mit dem Titel Weihnachten in Grimma und im Muldental. Und dabei gibt es eine kleine Zeitreise durch die Weihnachtsstuben vergangener Zeiten und insbesondere die der Fotografenfamilie Pippich hier aus Grimma. Kurz vor Heiligabend taten sich in den Stuben seltsame Dinge und die Kinder durften nicht mehr hinein. Nur spärlich klang die Geräuschkulisse der Eisenbahn nach außen. Das ließ Gutes erhoffen. Vater und Mutter verschwanden und dann erklang das Glöckchen und der Weihnachtszauber strahlte in den Stuben von damals. So oder so ähnlich trug es sich zuhauf zur Weihnachtszeit im Muldental zu. Das Heimatmuseum wollte für die aktuelle Weihnachtsausstellung genau wissen, wie früher Weihnachten gefeiert wurde. Zusammen kam viel Spielzeug und natürlich Geschichten. Das geht los, dass alle beschreiben, dass Stolle gebacken wurde, aber nicht zu Hause, sondern man ging zum Bäcker. Und das passierte unterschiedlich. Entweder nahm man den fertigen Teig mit, wo also schon alles drin war, die Rosinen und alles, was man so über das Jahr ergattern konnte an wichtigen Rohstoffen. Und dann wurde, wie gesagt, der Teig zum Bäcker gebracht. Oder man nahm auch mitunter die Rohstoffe mit und lieferte die beim Bäcker ab, schaute dann auch zu, dass wirklich alles im Teig drin war, und dann sah man, wie die in den Ofen geschoben wurden. Wie diese gekennzeichnet wurden, ist auch in der Ausstellung zu sehen. Der Klassiker für den Weihnachtsabend war dann der Kartoffelsalat mit Wiener. Aber auch um den Heiligen Abend selbst bzw. die Tage davor kamen Geschichten zusammen. Und auch an diesen Heiligen Abend, dass man also dann immer hörte, dass da rumgearbeitet wurde. Aber wie gesagt, das erhöhte natürlich alles diese Spannung auf dieses Weihnachtsfest. Und erst wenn das Glöckchen klingelte, das war dann eben die Erlösung, dann durfte man in die Stube rein. Und dann standen dort nicht super neue, schicke Spielsachen, sondern es waren meistens eben auch alte Sachen, die man geschenkt bekam. Oder es war für die Puppe eine neue Jacke, die gestrickt wurde, oder eine neue Schürze, die Mutti genäht hatte. Davon berichtet auch Manfred Pippich, der viele Fotos aus dem Familienarchiv sowie eigene Erzählungen zur Ausstellung beitrug. Viele weitere selbstgemachte Spielzeuge ergänzen die Ausstellung. Da wären zum Beispiel diese Strumpfpuppe von Christel Fritsche von 1944. Ein selbstgebasteltes Zwergenhaus von 1945, was die Eltern von Hans und Reinhard Berger unter anderem aus einem Besenstiel und Stoffresten bauten. Und noch viele weitere. Überall ist die Liebe zum Detail erkennbar und jedes Stück ist ein Unikat, wie auch diese Stoffpuppen und die Ritterburg. Auch die ausgestellten Wunschzettel zeugen Wünsche nach den nötigsten und kleinen Dingen.
Einen Tannenbaum mit sehr viel zu essen, vor allem Wurst, liest man auf dem einen. Auf einem anderen wird sich lediglich eine warme Stube für einen gemütlichen Abend mit der Familie gewünscht. Schön anzuschauen ist auch die große Holzpyramide von Manfred Pippichs Großvater. Tradition, Bodenständigkeit und vor allem eine besinnlich ruhige Weihnachtszeit wird hier deutlich. Heute ist alles anders. Heute sieht das mit dem Weihnachtsfest natürlich anders aus. Heute geht man in den Laden, kauft natürlich nur neue Sachen. Die Kinder haben ja auch sehr spezielle Wünsche. Ich frage die Kinder ja immer, was auf ihrem Wunschzettel draufsteht. Und dann kriegt man nur dieses Wort Schleich. Ja, wo ich dann sage, ja, Schleich ist eine Firma, was stellen die denn her? Ja, und dann sind es natürlich auch Computersachen, Tablets und solche Dinge, also völlig anders. Massenkonsum und Angst, das Falsche zu besorgen, fördern zuhauf Gutscheine und teure Neuware hervor. Und das, was die Kinder im Frühjahr hatten, dieses Warten auf Weihnachten, diese Heimlichkeit und dieses Knistern überall, das gibt's eigentlich heute nicht mehr. Ne? Heute steht ja mitunter schon der Weihnachtsbaum am ersten Advent in der Stube, ist schon geschmückt und ja, viele sagen, es ist natürlich schön, dann hat man lange was von dem Baum, aber das ist eigentlich nicht in Ordnung. Der Baum kommt am 24. und wird dann geschmückt und dann ist er am Abend fertig und dann soll es einfach auch so ein Höhepunkt sein, ja, dieses Hereinkommen, den wunderbar geschmückten Baum zu sehen, wo also die Lichter brennen und wo viele schöne Sachen dranhängen. So erlaubt sich die Ausstellung auch ein rigoroses Fazit. Der Familiengedanke leidet unter Profitgier und der Fokussierung auf Geschenke. Moderne Hektik, das Streben nach Trends und Stress lösen eine besinnliche Vorweihnachtszeit und Geselligkeit zunehmend ab. Auch wenn man immer hört, wie viele Streitigkeiten es gerade in der Weihnachtszeit gibt, ja, diese hohen Ansprüche und jeder geht mit einer anderen Erwartung an dieses Weihnachtsfest ran. Und das gab es früher einfach nicht. Man kam als Familie zusammen, man hat, das haben mir also auch mehrere erzählt, man hat wenigstens ein Gedicht aufgesagt, man hat zusammen gesungen, es wurde ein Märchen vorgelesen oder die Weihnachtsgeschichte wurde vorgelesen zu Weihnachten. Ja, und das gibt es ja kaum noch in irgendwelchen Familien heute. Ne? Das Heimatmuseum erdet den Besucher und bringt den Grundgedanken von Weihnachten auf eine eindrucksvolle Art auf den Punkt. Weihnachten, früher und heute, ist noch bis zum 9. Februar im Heimatmuseum Grimma zu sehen. Denn sie sendet auch einen Appell der Entschleunigung und Besinnung auf das, was zu Weihnachten wichtig ist. Gemeinsame, friedliche Zeit mit der Familie. Kennen Sie eigentlich unsere Quick-Deals? Das sind unterschiedliche aktuelle Angebote unserer regionalen Händler. Diesmal kommt der Quick-Deal vom Autohaus Muldental. Ich möchte Ihnen natürlich nicht zu viel daran verraten. Schauen Sie einfach selbst. Ich glaube, es lohnt sich. Ein Hallo an die Zuschauer von Muldental TV. Mein Name ist Stefan Küster, Geschäftsführer vom Autohaus Muldental. Und ich freue mich, Ihnen heute hier die Jahresendaktion im Autohaus vorzustellen. Zu dem Big Deal, der ja den einen oder anderen schon bekannt ist, haben wir jetzt nochmal den Weihnachts- und Jahresend-Big Deal in Fokus gerückt. Und zwar erhalten alle Kunden, die sich zum Beispiel für diesen Golf-Variant Alltrack entscheiden, zu dem Preisvorteil, dass die Winterräder dazu und eine besondere Finanzierung genutzt werden kann, nochmal 1.500 Euro on top dazu. Bei uns im Autohaus Muldental erhalten Sie diese Aktion für einige ausgesuchte Golf-Varianz von sportlich mit Airline-Paketen über komfortabel, für einige Audi A4 Avans und natürlich für unsere Caddy-Kombis, so dass wir in dieser Aktion die Familie, den Familienwagen in den Mittelpunkt gerückt haben.
Vorbereitungen für unser Weihnachtspiktier sind beendet. Jetzt heißt es, Weihnachtsfeiertage genießen. An der Stelle wünsche ich Ihnen ein frohes Fest und würde mich freuen, wenn wir uns bis das neue Jahr kommt, hier nochmal im Autohaus begrüßen können, vielleicht zu einer Probefahrt. Bis dahin, Ihr Stefan Küster. Tja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde, Traditionen sollte man nicht brechen. Und deswegen gibt es auch bei uns in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsmärchen. Ja, und da haben wir uns wieder Verstärkung geholt. Wie im letzten Jahr wird Detlef Rohde das Weihnachtsmärchen für Sie vorlesen. Und das hat er nicht irgendwo gemacht, sondern im Göschenhaus. Und dort haben wir gleich die Gelegenheit genutzt und uns noch ein klein wenig in der Weihnachtsausstellung umgeschaut. Ja, und lesen wird er jetzt aus dem Buch Weihnachten in Holly Pontyl. Und da wünsche ich ganz viel Spaß dabei. Guten Abend, liebe Kinder. Ja, ich weiß, wie es euch geht. Weihnachten ist noch eine ganze Weile hin. Und ich weiß noch, als ich Kind war und kein Schnee lag, es war langweilig. So trocken, so trist, so grau. Und man wartet ja auf die Geschenke. Aber bis dahin kann ich euch eine Geschichte vorlesen, denn den Kindern der Familie Boxwood geht es genauso. Auch sie können es kaum erwarten und eigentlich haben sie sich auch unter Winter etwas anderes vorgestellt als ein graues Wetter. Aber eines Morgens hatte sich alles geändert. Kommt mit mir nach Holly Pontyl zu einer Wintergeschichte. Als Emily, Violetta und Oliver am Morgen aufwachten, fand der Jubel kein Ende. Wie von Zauberhand war aus der trüben, grauen Welt eine weiße Winterlandschaft geworden. Da gab es kein Halten mehr. Die drei stürzten die Treppe hinunter und stürzten in die Küche. Dort stand gerade Dr. Boxwood und bereitete sich sein Doktorfrühstück vor. Er musste bald auf Arbeit gehen. Nicht so schnell, lachte er. Was habt ihr es denn so eilig? Emily umarmte ihren Papa und blickte ihn mit großen Augen an. »Papa, gehen wir heute Schlittschuh laufen?« »Ja, bitte«, riefen die anderen wie aus einem Mund, und Oliver setzte gleich noch beschwörend hinzu, »unser Baum ist schon voller Schnee.« Es war eine liebgewordene Tradition bei Familie Boxwood, auf dem großen See Schlittschuh zu laufen, sobald Schnee vor dem Fenster lag, das Wasser gefroren und der Baum vorm Haus weiß geworden war. Papa sah die Kinder ernst an und sagte, ich muss aber heute noch arbeiten. Hilfesuchend sahen die Kinder zu Victoria Rose, die gerade in die Küche gekommen war. Doch auch Mama schüttelte mit dem Kopf. Ich muss noch so viel kochen und backen, da kann ich die nächsten Stunden nicht aus dem Haus. Enttäuscht ließen die drei ihre Ohren hängen. Besonders verärgert war Oliver. Das bedeutet kein Eislauf, kein Schlittschuhfahren und kein Skifahren. Oh Menno, was können wir denn machen? Der Tag ist heute wunderbar, aber ohne Eltern dürfen wir keinen Spaß haben, wetterte er und dichtete. Wenn der Kuchen wird gebacken und das Haus in Glanz gebracht, dann fragt keiner mehr danach, was die Rasselbande macht. Aber Oliver, es gibt noch viel mehr, was man machen kann, antwortete Victoria Rose. Probiert es. Ich bin mir sicher, ihr denkt euch etwas ganz Besonderes aus. Sieh mal, da draußen warten schon die anderen Kinder auf euch. Das stimmte. Heute waren sie alle draußen, Mäusekinder, Eichhörnchen und sogar der Fuchsjunge. Die Boxwood-Kinder blickten aus dem Fenster und Oliver rief aufgeregt, »Da hinten sind meine Freunde!« und rannte los. Emily rief ihre Freundin Piepsi, die Maus, und Violetta machte sich auf die Suche nach Harry dem Marder.
Oliver wollte mit seinen Freunden den hasengrößten Riesenhasenschneemann bauen, den es je gegeben hatte in der großen, weiten Welt von Hollypontel. Dafür hatte er extra aus der Speisekammer die größte Möhre für die Nase, ein paar Kohlen für die Augen und einen Topf als Hut mitgebracht. Emily gesellte sich zu ihren Freundinnen. Sie war schon zu groß für solche Spielereien. Die Mädchen sahen lieber den übermütigen Hasenjungen zu, die gerade eine riesige Schneeballschlacht veranstalteten. Einer der Jungen hatte jedoch nicht richtig gezielt und traf Emily an ihrem Hasenpopo. Empört drehte sie sich herum und als sie sah, dass ihr Bruder sich vor Lachen am Boden wälzte, schnappte sie sich eine Ladung Schnee und seifte ihm gründlich die Hasenohren ein. Ihre Freundinnen fanden es auch ganz nett und beteiligten sich an einer immer größer werdenden Schneeballschlacht. Vergessen war, dass sie ja eigentlich junge Damen waren. Denn so eine Schneeballschlacht hat man ja auch nicht jedes Jahr. Unterdessen spielte Violetta mit ihren Mäusefreunden Schneeflocken fangen. Was? Du kennst Schneeflocken fangen nicht? Dazu legt man die Hände auf den Rücken, streckt die Zunge so weit heraus, wie es eben nur geht, und fängt dann mit der Zungenspitze so viele Schneeflocken, wie man nur kann. Am Ende legt man die Schneeflocken nebeneinander und zählt, wer die meisten gefangen hat. Aber legt sie nicht in den Schnee, er findet sie dann nicht wieder. Violetta war kurz davor zu gewinnen, denn sie glaubte schon, die meisten Schneeflocken gefangen zu haben, als sie plötzlich den Mund voll Schnee hatte. Verdutzt blickte sie um sich und sah, wie ihr Bruder Oliver sich vor Lachen den Bauch hielt. Er hatte Violetta versehentlich mit einem Schneeball getroffen. Violetta war etwas verärgert, denn sie hatte gedacht, sie hätte gerade die dickste Schneeflocke von ganz Hollypontel gefangen. Dann kniff sie die Augen zusammen, machte hinter dem Rücken klammheimlich einen Schneeball und schickte ihn mit den besten Grüßen zurück an ihren Bruder. Doch der duckte sich rechtzeitig und so traf der Schneeball einen älteren Hasenmann, der sich an seine Kindheit erinnerte und lachend mit Schneebällen antwortete. Nach der Schlacht lagen Emily und Oliver glücklich und zufrieden im Schnee. Alle Streitigkeiten waren vergessen. Bald setzte die Dämmerung ein und die Kinder gingen nach Hause. Dort wartete schon Mama Boxwood mit heißem Kakao und leckeren Würmchenkuchen auf die durchgefrorene Rasselbande, als Papa plötzlich in der Tür stand und sagte, »Ich habe heute früher Feierabend gemacht. Wir könnten jetzt noch schnell ein paar Runden Eislaufen gehen.« »Hurra!« riefen die Kinder, die nach dem Kuchen wieder munter und bereit für die nächsten Abenteuer waren. Zusammen ging Familie Boxwood zum zugefrorenen See und sang dabei das alte Eislauflied. »Wie bitte? Du kennst das Eislauflied nicht und möchtest trotzdem mitmachen? Na, dann hör mal hin.« »Was kümmert uns die Kälte? Was kümmert uns der Schnee? Wir wollen Schlittschuh laufen, wohl auf dem blanken See. Wir wollen Schlittschuh laufen, wohl auf dem blanken See.« Als die Boxwoods am Abend zufrieden und erschöpft nach Hause gekommen waren und die Kinder in ihren Betten lagen, erzählten sie Mama und Papa von ihrem aufregenden Tag, wie sie einen Schneehasen gebaut und Schneeflocken gefangen hatten und natürlich von der größten Schneeballschlacht aller Zeiten. »Ich wusste ja gar nicht, dass man im Winter so viele lustige Sachen machen kann«, sagte Oliver und gähnte dabei. Er wollte noch etwas hinzufügen, war aber schon eingeschlafen. Auch Violetta und Emily waren schon im Land der Träume, als Mama und Papa ihnen einen Gute-Nacht-Kuss gaben und sie zudeckten. Ich wünsche euch
eine gute Nacht und eine wunderschöne Weihnachtszeit. Hinaus zum Schlittschuhlauf. Was kümmert uns die Kälte? Was kümmert uns der Schnee? Wir wollen Schlittschuh laufen, wohl auf dem blanken See. Wir wollen Schlittschuh laufen, wohl auf dem blanken See. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ohne Weihnachtsmusik ist es irgendwie schwierig, sich auf Weihnachten so richtig einzustimmen. Ich bin ja zugegebenermaßen ein großer Fan der alten Platte Weihnachten in Familie mit Frank Schöbel und Aurora La Casa. Da werden ganz viele Kindheitserinnerungen wach. Die läuft bei uns zu Hause in der Weihnachtszeit immer rauf und runter, heute natürlich als CD. Und deshalb soll auch bei uns in der Weihnachtssendung natürlich die Weihnachtsmusik auf keinen Fall zu kurz kommen. Genießen Sie also jetzt noch mal ein paar Ausschnitte aus dem Weihnachtskonzert des Jugendblasorchesters Grimma. Ja, liebe Elke, wir haben es uns schmecken lassen, ne? Allerdings. War wirklich sehr, sehr gemütlich. Also, und sehr lecker vor allem. Hier im Pane I Vino Due, so heißt es ja. Die Trattoria auf der Langstraße in Grimma. Wenn Sie also mal Italien genießen wollen, dann können Sie das auch hier in der Heimat tun, hier in Grimma im Pane I Vino. Und wenn Sie zum Beispiel mal Plätze reservieren wollen oder mehr über das Restaurant erfahren wollen, dann suchen Sie das Restaurant in Facebook oder Sie googeln es und finden die Internetseite. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Plätze direkt zu reservieren. Das klappt wunderbar. Genau. Und bevor wir uns jetzt gleich verabschieden, noch ein kleiner Hinweis, denn Sie sollten am Ende unserer Sendung nicht abschalten, sondern noch dranbleiben, denn es kommt noch was ganz Spannendes, nämlich Wir in Sachsen. Inzwischen ist das schon die 5. Ausgabe und das ist eine ganz spannende Geschichte, denn da haben sich die regionalen Fernsehsender hier in Sachsen zusammengetan und ein gemeinschaftliches Programm gestaltet. So ist es. Und wir hatten das ganze Jahr gemeinsam, die ganzen Moderatoren von Muldenthal TV und auch das ganze Team hinter der Kamera eine Menge Spaß, denn wir haben uns das eine oder andere Mal auf jeden Fall wieder richtig versprochen. Und diese Versprecher, das wissen Sie, wer bei uns treuer Zuschauer ist, die können Sie sehen in der Silvestersendung. Und die gibt es am 31.12., also unbedingt einschalten. Tja, und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch Ihnen zu Hause ein schönes, besinnliches und hoffentlich ruhiges Weihnachtsfest zu wünschen. Und das im Namen des gesamten Teams von Muldenthal TV. Genau, kommen Sie gut über die Weihnachtstage, genießen Sie die Ruhe, und bleiben Sie gesund. Und kommen Sie vor allem gut ins neue Jahr. Bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss. Ciao.